gratulieren. Danke vielmals. Wendy Holzer, geht für deinen Kindheitstraum heute in Erfüllung? Ja, definitiv. Ich meine, ich habe das Rennen heute gewonnen. Ich kann es selber noch nicht realisieren. Und es ist einfach schön, so in eine WM zu starten und das daheim. Also ich kann es eigentlich gar noch nicht richtig fassen, weil meine Familie, die sind ganz aus dem Häuschen gewesen. Also ja, schöner Moment. Schon nach der Abfahrt hast du eine recht gute Leistung hergebracht. Hast du gedacht, jetzt ist es soweit? Ja, es ist verrückt, aber heute war die Abfahrt hier besser als das Slalom. Ich habe mich extrem wohl gefühlt für auf die Abfahrt. Also, im Ziel war ich extrem happy und dann auch natürlich nervös worden für das Slalom. Aber dass ich es gleich geschafft habe, obwohl ich nicht den Top-Lauf hatte und das alles mit der Michelle zusammen können zu feiern, ist umso besser. Wie ist es gerade so ein Doppelsieg zu feiern mit der Teamkollegin? Ja, verrückt. Also das Battle heute war eigentlich zwischen uns und ja, es war extrem schön. Ich habe auch gewusst, sie ist extrem gut drauf. Und dass ich nachher das Glück habe, vorne zu sein, ist einfach nur schön. Also, es ist schön für uns beide. Vor Heimgefunden kommt zu fahren und die Familie auch da. Jetzt hast du Sport das noch ein bisschen an. Ich habe es probiert, ein bisschen auszublenden. Also, ich habe gewusst, sie sind alle hier. Aber ich habe probiert, mich auf das Fahren und die Leistung zu konzentrieren. Das ist mir eigentlich sehr gut gegangen. Und ja, im Ziel war es umso schöner, sie nachher zu sehen. Die Goldmedaille jetzt auf Wald um den Hals, gibt das einen extra Schub für die nächsten Tage? Ich glaube, ich muss sie zuerst mal überkommen, weil ich glaube, das ist der ganz spezielle Moment heute Abend und auf das freue ich mich. Kannst du überhaupt richtig feiern, wenn du noch rennen willst? Also jetzt, heute glaube ich, passiert alles, was kommt. Also dort muss ich hin, dort muss ich hin, aber auf jeden Fall geniesse ich die Zeit und ich freue mich morgen auf einen Ruhetag. Es war doch streng gewesen und mal geniessen muss man den Moment, weil ja, man weiss nie, wenn es wieder anders ist.